Sicherung. Ich will nicht. Das ist jetzt das erste Mal in diesem Spiel, dass ich wirklich nicht will. Scheiße. Moment, konnte ich... Konnte ich hinter mir vielleicht noch irgendwas machen? Achso, das war die Klingel. Na gut, untersuchen. Das habe ich ja schon untersucht eigentlich. Ich habe es allerdings noch nicht... Oh, Geheimnis gefunden. Hotelgästebuch. Okay, ich habe keine Ahnung, was für ein Geheimnis ich jetzt gefunden habe. Hat wohl irgendwas mit den Namen hier zu tun. Das habe ich zugegebenermaßen noch nicht mitbekommen. Wo sollte ich jetzt hin? Hier, ne? Ich weiß nur nicht, ob ich jetzt gerade hier rum gehen möchte. Da blinkt was. The lady looks 10 years older. Patrao. Vielleicht schweres Leben gehabt oder so? Ich meine, ich kenne viele, die 10 Jahre älter aussehen, als sie eigentlich sind. Es wäre ganz schön, wenn du dir das auch anguckst. Hallo? Muss ich das gedrückt halten vielleicht? So. Ah, Geheimnis gefunden. Mr. und Mrs. Edward. Unleserlich. 3. August 2011. Sehr geehrte Mrs. Edward, sehr geehrter Mr. Edward. Wie gewünscht haben wir die Änderung an Ihrem Testament vorgenommen. Ein Zusatz wurde hinzugefügt, welcher besagt, dass das gesamte Anwesen im Falle Ihrer beider Tod an Mr. Richard Belknap übergeht. Kein Schluck auf jetzt bitte. Wir empfehlen Ihnen zur Vervollständigung Ihrer Unterlagen eine Kopie Ihres Briefes an Ihren Anwalt zu senden. Sie können Ihr Testament und Ihre Lebensversicherung jederzeit einsehen, wenn Sie sich bei Ihrem Online-Konto anmelden. Jessica Maxwells Unterschrift. Okay, leitende Verwaltungsbeamtin. Okay. Ich warte ja jedes Mal nur darauf, dass wenn ich mein Licht wieder anmache, mir irgendwas entgegenspringt oder so. Das geht nicht. Verschlossen. Okay. Wird langsam Zeit fürs 21. Jahrhundert. Was? Was meint die damit? Ich habe hier auch noch zwei Kalender liegen. Also das kann sie ja nicht meinen. Wobei, ja gut, 2017. Ich weiß ja nicht, wann das gerade spielen soll. Von der anderen Seite kam ich, oder? Ich muss jetzt hier leider ein bisschen mehr reden, weil ich gerade versuche, mich ein bisschen nervlich unten zu halten. Auf in den gruseligen Wartungsraum im Grusel-Hotel auf der Gruselinsel, wo wir eine Doku über Serienmörder drehen, ganz allein und ohne meinen Taser. Mhm. Selbst schuld, Jamie. Bist selbst schuld. Ach so, ich bin wieder hier. Bessere Entscheidungen. Okay. Viel Spaß mit deinem Erinnerungsstück. Ben Killer Fernalia. Killer Fernalia. Online-Auktion für Serienmörder-Erinnerungsstücke. Aha. Anzahl 1. Name des Gegenstandes H.H. Holmes Hut. Beschreibung authentischer Originalhut des H.H. Holmes auf bekannten Fotos getragen hat. Höchstgebot $24.199. Benutzername... Oh Gott. Naja, zumindest war es offenbar dann nicht sein Originalhut. Ich blick da ja noch nicht so ganz durch. Ich habe zuerst gedacht, das wäre jetzt irgendwie der gleiche, der dahinter steckt. Aber der scheint ja schon tot zu sein. Und wenn man das immer über mehrere Tage aufnimmt, ist sowas echt mies.
Aha, 25. März 1917. Sehr geehrter Mr. Clark, Mr. Belknap hat weitere Renovierungen für den Wellnessbereich des Hotels angeordnet. Wir sind dabei, einen konkreten Vertrag auszuhandeln und möchten, dass die verbleibende Mannschaft einen Kostenvoranschlag kalkuliert. Mr. Belknap kann eine detaillierte Aufschlüsselung der von ihm gewünschten Arbeiten übermitteln. Sobald wir Ihren Bericht haben, werden wir eine Ersatzmannschaft schicken, um Sie und Ihr Team für eine Weile zu entlasten. Bis dahin bitten wir Sie, sich weiterhin an die Bedingungen der Geheimhaltungsvereinbarung zu halten und diesen Zeitraum als eine Verlängerung des vorherigen Vertrags zu betrachten. Mit freundlichen Grüßen, Kelly Schröders Unterschrift, Projektadministrator vor Ort. Noch ein Geheimnis, Kostenvoranschlag, Planung, Spezifizierung, Elektrik- und Baustellenvorbereitung, Ingenieurgebühren, Genehmigung, Logistik, Umwelt, anderes. Okay. Ja, es bringt mich allerdings jetzt alles nicht so wirklich weiter. Oh, noch ein total dunkler und gruseliger Ort. Sehr schön. Januar 2017. Sehr geehrter Mr. Belknap, im Anschluss an unsere Gespräche bezüglich der Renovierung des Hotels, um eine Touristenattraktion zu verwandeln, haben wir die notwendigen Bauarbeiten unter Berücksichtigung Ihrer neuesten Entwürfe kalkuliert. Auf der nächsten Seite finden Sie eine Aufschlüsselung der Arbeiten sowie einen Voranschlag der Gesamtkosten. Die Arbeit kann am Dienstag, 17. Januar, wieder aufgenommen werden und wird etwa zehn Wochen dauern. Die Bauarbeiten werden somit wahrscheinlich am Freitag, den 24. März, beendet. Bitte kontaktieren Sie mich, wenn das für Sie in Ordnung ist. Mit freundlichen Grüßen schon wieder diese Kelly Schröers. Nein, 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 noch nicht ablegen. Komm. Nein! Vielleicht ist da noch ein Geheimnis auf der Rückseite. Los, dreh um. Es ist kein Geheimnis. Scheiße. Beschreibung. Dauer 7 Tage, Wochen, 10 Wochen, über 14.500 kostet das. 310.000, Überholen des Rohrsystems. Oje, oje, oje. Fast 900.000 hat er sich dafür berappen lassen. Das ist schon... Ich muss mal eben kurz hier die Heißzungen ein bisschen boostern. Also, wenn ihr kurz so ein Schrebbeln im Hintergrund hört, das ist leider meine Heizung. Aber es ist ja gerade wahnsinnig kalt drin. Ich habe auch noch den Fehler gemacht, eben nochmal schnell durchzulüften, bevor ich aufgenommen habe. Das war natürlich nicht so clever. Da hinten leuchtet noch was. Ja? Nein! Ich wollte in der Zeit kurz meinen leckeren Bio-Kaffee trinken. Sauerei. Was ist das? Die Sicherung. Das ist vielleicht ganz gut, weil das könnte sein, dass das ein Knopf ist, der dich sonst getötet hätte. Ich meine, wir laufen hier in so ein Horror-Ding rum. Ach so, da, oder es wäre dann hier der Vorhang aufgegangen. Das kann natürlich auch sein. Gut, da müssen wir wahrscheinlich durch die Tür hier. Wenn die denn offen ist, heißt das. Ja, sie ist leider offen. Also müssen wir hier durch. Da geht's hoch. Ach, wir sind wieder hier. Ach, wir sind da rausgekommen. Okay. Hat sich das ja alles gar nicht gelohnt. Hätten wir direkt hier durchlaufen können. Ja, okay, natürlich nicht ganz, weil wir haben auch einige Geheimnisse jetzt noch gefunden. Das Problem ist, wenn ich jetzt da hinten hingehe, wo der Typ mit den Zigaretten da rumgelaufen ist. Wo findet man in so einem Haus die Sicherung? Wahrscheinlich eher im Keller, ne? Also ich glaube nicht, dass ich nach oben muss. Hier ist alles zu. Da blinkt noch irgendwas. Ja, das funktioniert nicht. Aber ich glaube, ich mache das lieber mal aus, weil uns das Ding sonst um die Ohren fliegt, oder? Oder fliegt uns das Ding um die Ohren, wenn ich das... Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Also wenn die Sicherung, hier ist zu. Wenn der Strom wieder angeht, meine ich natürlich. Ich kann gar nicht in den Salon, selbst wenn ich wollte. Das heißt, ich muss zwangsläufig nach oben gehen. Hä, aber oben ist doch keine Sicherung. Ja, das konnten wir ja schon mal ansehen.
Es hat uns da genauso wenig gebracht wie jetzt auch. Ich möchte nicht nach oben gehen. Da war dieses komische Ding mit dem Messer. Könnte natürlich jetzt die Klingel klingeln, aber es kommt ja dann sowieso keiner, ne? Da ist abgeschlossen. Ah, es ist ein lustiges Rätselraten hier. Oh, hier ist noch was. Ah, wir haben eine Münze gefunden, die wir nicht erkennen dürfen. Ich glaube, es ist ein Schädel oder so. Auf jeden Fall eine, die ein bisschen größer ist. So, da kommen wir gar nicht rum. Da ist noch was. Das hatten wir aber, glaube ich, schon mal gelesen, oder? Ihr Verleger sagt mir... Touristenerlebnis. Ja, ich glaube, das haben wir alles schon mal gelesen. Ja, ja, für 5 Gäste ausgelegt, genau. Ich weiß nicht, ob wir das Geheimnis auch gefunden hatten. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Danke, ich würde gerne... mitkommen. Ich bin sicher, dass ich meiner Frau und meine beiden Töchter dazu bringen kann, mich zu begleiten. Nee, das haben wir, glaube ich, nicht gelesen. Mein Bruder Francis ist zurzeit in der Stadt, also sind wir zu 5. Ich vertraue ihnen allen mit meinem Leben. Also keine Sorge wegen der Vertraulichkeit. Bis Freitag, Joe. Okay. Okay. Bringt mal alles nichts. Aber hier sind wir hochgekommen, ne? Hä, aber dann können wir doch gar nichts mehr machen. Unten haben wir doch jetzt alle Türen durch. Waren da hinten... Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Waren da hinten 2 Türen rein? Einmal die große. Mit der konnten wir laufen, ne? Ja, anscheinend waren hier nicht 2 Türen drin. Aber die ist auch abgeschlossen. Können das auch noch mal kurz untersuchen. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal umgedreht hatten. Kate wird kreativ mit Charlies Skript. Ach so, das haben wir noch gar nicht gelesen. Langsamer schwenkt durch das Foyer und so. Ja, stimmt, das ist neu. Eine Hand kommt ins Bild und drückt auf die Klingel für ein Intro. Klingt das okay für dich? Kate dreht sich weg von der Rezeption. Ja gut, das könnt ihr gerne durchlesen, wenn ihr möchtet. Aber da ist jetzt nichts... Brandstiftung zerstört. Da ist jetzt nichts drin, was uns jetzt weiterhelfen kann. Gefährliche Tage von 1893. Schreie der Gäste. Schreie, ich glaube, Erin kann das. okay. Ja, dann würde ich sagen, nee, da können wir gar nicht drauf. Das ist nur das. Ich dachte, wir könnten die Klingel noch mal drücken. Aber das können wir auch nicht. Schublade können wir theoretisch auch noch mal untersuchen. Ob uns das jetzt was bringt? Keine Ahnung. Es ist ja das Gleiche, was wir vorher schon kennen. Deswegen. So, ist auch nichts Neues. Entsprechend können wir es wieder zurücklegen. Hier ist auch nichts... Wollt ihr mich denn veräppeln? Ich soll doch die Sicherung finden, oder nicht? Hier war ich drin. Das war die Küche. Das ist abgeschlossen. Es wäre schön, wenn man hier ein bisschen mehr sehen könnte. Da komme ich wieder zurück, oder wie war das? Nee, da komme ich wieder in die Küche zurück. Genau, das war das. Hier haben wir soweit alles angeguckt. Das muss doch irgendwo hier... Na gut, das ist ein Hobbyraum, ne? Das ist kein richtiger Keller. Das haben wir auch gehabt hier. Da ist auch nichts. Jetzt hier nochmal alles durch. Aber
Das funktioniert wirklich nicht, da drauf zu drücken. Probier nochmal eben. Nee. Ich habe jetzt extra gedrückt gehalten, aber das klappt auch nicht. Ist also kein Unterschied. Ja. Also eben hat sie wenigstens noch gesagt, das geht wegen dem Strom nicht. Na gut. Ich würde jetzt gern zum anderen Charakter switchen, ganz ehrlich. Da kann ich nicht hochgehen. Tja. Und jetzt bin ich, glaube ich, wieder... Ja, jetzt bin ich wieder hier. Ich gebe zu, entweder checke ich jetzt hier gerade irgendwas nicht, weil hier sind doch alle Türen abgeschlossen. Und ansonsten blinkt hier auch nichts mehr. Also nichts, was ich jetzt hier irgendwie sehen würde. Hm. Da gibt es ja noch eine Etage nach oben, aber irgendwie, ich glaube, da kommen wir gar nicht hin. Tja. Das können wir uns auch nicht angucken, ne? Hier ist auch nichts. Da bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt. Das Problem ist, ich möchte jetzt natürlich auch nicht hier 3 Stunden immer im Kreis rumlaufen. Das ist jetzt wieder der Eingang hier. Tja. Ich würde mal fast sagen, ich laufe das jetzt nochmal alles ab. Mach das aber, also lass das nebenbei laufen. Und ja, schalt euch dann gleich wieder hinzu, falls ich irgendwo was finden kann. Weil ich bin jetzt das erste Mal in einem Spiel von Dark Pictures wirklich total überfragt, wo ich jetzt hier weiterkommen kann. Weil ich ja jetzt alles schon mehrfach abgelaufen bin. Dass ich mir tatsächlich jede Kleinigkeit nochmal angucke. Das ist das Buch, das hatten wir ja schon. Ja, das hatten wir schon. Dass ich mir wirklich jede Kleinigkeit hier nochmal angucke, nochmal anklicke und so weiter. Damit ihr das jetzt nicht noch zum dritten Mal seht. Ja, wie gesagt, ich hole euch dann gleich hinzu, sollte ich etwas finden. Und wenn nicht, habe ich, glaube ich, ein Problem. Das haben wir alles gemacht. Das war der Knopf. Das war die Werkbank. Da müsste doch hier eigentlich irgendwo eine Sicherung sein. Das haben wir untersucht. Moment. Nein, oder? Okay, dafür brauchen wir dann einen Code. Es wäre schön, wenn du nicht einfach laufen würdest. Aber wo kriegen wir diesen Code her? Also, ich hoffe, ich habe jetzt euch hier reingeholt. Wir haben jetzt hier was gefunden, was ich offensichtlich bei 3-mal Durchlaufen übersehen habe. Nämlich, dass man da einen Code eingeben muss. Aber ich habe absolut keine Ahnung, wo ich diesen Code jetzt herbekomme. Das könnte ja jetzt quasi alles sein. Order Number könnte das sein. Es könnte 1741 sein, 1896, 1741, 1896. Wir probieren es einfach mal. 1741, 1896, 1741, 1896, 17... 41 und 1896. 1896. Wahrscheinlich hat das aber irgendwas mit diesem Serienmord zu tun, denke ich mal. Hier ist auch nirgendwo eine Zahl oder so, ne? Achso, nee, halt, stopp, stopp. Das war das, was wir eben schon hatten. Ah.
Da kann man nichts drauf erkennen. Moment. Ich hatte mir doch die Zahl aufgeschrieben von dem Ding, was vorne war. Das war 0178. Und der Barkeeper hatte 0028. Haha, das habe ich mir nämlich auch extra aufgeschrieben. Moment, das probieren wir mal eben aus. Weil die Zahl irgendwie so hervorgehoben wurde. Also 0, 1, 7, 8. Oder auch nicht. Ich glaube aber nicht, dass das der Barkeeper war, oder? Mit 0028. 0028. Auch nicht. Also ich hoffe, dass man das sofort mitbekommt, dass ich jetzt nicht irgendwie dann wieder rausgetippt habe und, ne? Was ist mit dem Brief hier gewesen? Ach, Moment. Ah. Mir fällt gerade was anderes ein. Wir haben doch in der Küche ein Datum gehabt. Und wir haben doch hier sogar diese Abkürzung zur Küche, ne? Genau, hier. 17. November. Große Eröffnung. 17. November, also 17.11. Probieren wir es doch mal damit. Mal schauen, ob das geht. Wahrscheinlich auch wieder nicht. 17.11. So, 17. Na komm. 11. Nein, natürlich auch nicht. Jetzt habe ich gedacht, das ist so toll. Ich habe endlich mal was herausgefunden. Ist auch wieder nichts. 2017 könnte man eventuell noch... Moment, 17.11? Was ich wohl mal probieren könnte, weil das ist ja ein amerikanisches Spiel, oder? 17.11 ist bei denen 11.17, ne? 11.17. Auch nicht. Das wäre ja auch zu einfach gewesen. okay. Es war jetzt hier eine Schublade nochmal drin. Da stand gar nichts drauf, so. Doch. Wie gewünscht, Änderung im Testament. Das wäre 3. August 2011. Nur 308 können wir auch mal ausprobieren. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwas damit zu tun hat. 0308. Ich warne jetzt euch direkt schon mal vor, weil die Folge wohl sehr lange wird heute. 0308. Vielleicht können wir im Wohnzimmer noch irgendwas angucken. Das war es offenbar auch nicht. Also ich gehe mal davon aus, dass sonst irgendwie so ein Bestätigungsgeräusch oder so kommt. Hoffe ich zumindest. Lampen. Hier ist auch absolut nichts, was jetzt irgendwie... Ich meine, ich könnte jetzt hier anfangen und die Bierflaschen zählen oder sowas, aber da funktioniert ja nichts. Hier ist auch kein Hinweis. Was haben wir denn sonst noch, was wir hier mit Codes haben? Da ist jetzt nur... Das war doch... Moment, hä? Ich habe mir extra aufgeschrieben, als wir das erste Mal da drauf geguckt haben, dass da 0178 steht. Und jetzt steht hier 0180? Moment. Das müssen wir jetzt mal ausprobieren. Ich habe es mir jetzt vorsichtshalber aufgeschrieben. Ich um mein Kurzzeitgedächtnis. Das würde zumindest erklären, warum das andere dann nicht ging. Also 0180. 0180. Auch nicht.
Ich bin verzweifelt. Das kann doch nicht sein. Hier ist auch wirklich nichts, ne? Da kommen wir den ganzen Weg wieder zurück. Da kommen wir wieder hier vorne hin. Was ist denn mit dem Geheimnis? Nee, das ist ja nur das, was wir geschrieben haben. Das muss ja irgendwas sein, was die vorher schon wussten. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das eventuell eins von diesen... Ich meine, wenn wir das hier umschlagen... Das ist übrigens 2022, sehe ich jetzt gerade. Am 25.10.2022 sind die ausgecheckt. Okay. Nein. Ich wollte eigentlich runterscrollen, Mann. Also, wir haben 19.10, 25.10 und 26.10. Ich schreibe mir das jetzt einfach mal auf. Also, 19.10, 25.10, 26.10 und theoretischerweise könnten wir noch 2022 machen. Ich frage mich nur, ob ich echt jetzt so doof bin, dass ich hier irgendwas übersehen habe, von Zahlen her. Oder, ich weiß nicht. Wenn ich mir das angucke, ist das dann immer noch 0,180? Das ist immer noch 0,180. Weil das so hervorgehoben wird. Ich meine, normalerweise müsste das dann doch eigentlich der Code sein, nehme ich mal an. Aber offenbar ist es das ja nicht. Hm. Wenn das alles nicht klappt, ich weiß auch nicht mehr. Also die vier Zahlen probiere ich jetzt noch aus. Ansonsten habe ich absolut keinen Plan. Werde da noch mal ein bisschen in der Gegend rumlaufen. Und euch dann wieder reinkratten am besten. Weil das dauert zu lange. Ich glaube jetzt nicht, dass ich in der nächsten Stunde hier irgendwas finden werde. 25.10 haben wir noch. Wir können auch viermal die 0 oder 1, 2, 3, 4 mal ausprobieren. Das wäre zu einfach, denke ich mal, ne? 1, 2, 3, 4. In irgendeinem Brief stand doch drin, von wann... Ach, das war oben, glaube ich. Von welchem Jahr diese Serienmorde sind, oder? 2610. Und wir probieren jetzt als letztes, weil wir so verzweifelt sind, nochmal im 2022 aus. 2022. Oder... Wann ist das Spiel jetzt rausgekommen? Moment, das war letzten Freitag, 20.19. am 18. Ich mache mal einfach den 18.11. rein. Da ist das Spiel offiziell erschienen. Ich glaube zwar nicht, dass das der Code ist, aber man weiß es ja nicht. Okay, das ist es offenbar auch nicht. Ja, ich habe so absolut null Plan gerade. Ich kann ja hier auch nirgendwo drauf gucken und irgendwas lesen. Das ist... Ach, wenn ich hier wenigstens was sehen würde, ne? Da kann ich auch nichts sehen. Da kann ich überhaupt nichts sehen, weil ich gar nicht dahin leuchten will. Da hängt ein Kabel raus. Was war denn hiermit? Wann ist das denn verschickt worden? Die andere Zahl ist zu groß.
Neues Zuhause. 10.18.1992. Also ich schreibe noch auf. 10.18.1992. Moment, 10.18. Was erzähle ich denn hier? 18.10. höchstens. Ich muss mal kurz nachgucken. Es tut mir wirklich leid. Ich bin hier gerade sowas von verzweifelt, weil ich hier sonst keinen Code finde. 10.8. Was rede ich denn da? Nicht 10.18. So, 10.08. So, habe ich mir jetzt aufgeschrieben. Da steht ja nur Private. Also ich gucke jetzt nochmal oben, ob da was steht, in welchem Jahr das gewesen ist mit diesen Serienmorden da. Da haben wir jetzt schon wieder 10. Oktober. Das ist doch alles scheiße. Mehrere Jahre Öffentlichkeit. Teilnahme. 15. Oktober haben die das geschickt. Und das ist 14. Oktober. Ja, aber 14. Oktober. Ich meine, die haben das unterstrichen unten. 7 Uhr Freitag. Railway Bridge. Aber dass jetzt hier irgendwie so ein Hinweis ist, ich weiß es nicht. Hier war ja auch nichts. Ich würde mich jetzt nur in den Hintern beißen, wenn wir jetzt da drauf geklickt haben, das gefunden haben und dann erst den Code zum Beispiel sehen würden. Und ich jetzt nicht nochmal alles abgehe. Das ist halt jetzt die Sache. Aber ich finde hier tatsächlich überhaupt nichts mehr. Nee, also ich würde wirklich sagen, wir sind jetzt schon fast bei einer Stunde Aufnahme. Das ist das, was mich gerade am meisten ankotzt. Ich würde sagen, ich schaue mich hier wirklich nochmal richtig intensiv in jeden einzelnen Raum um. Und ja, schalt euch dann gleich wieder hinzu. Was anderes fällt mir ehrlich gesagt nicht mehr ein. Das habe ich mir schon angeguckt. Da wäre ja, glaube ich, auch nichts mehr, ne? Das kann man noch bewegen. Oh, Columbia's Bar. Badehaus, Maniküren, Wellness. Das Geheimrezept aus Europa, neu auf dem Lake Michigan. Ja, das bringt mir hin. Nein! Ey, wenn das jetzt die Nummer ist, dann kreisch ich. Also, ihr Lieben, ich hoffe, ich habe euch jetzt hier zugeschaltet. Wenn das jetzt die Nummer ist, dann kreische ich wirklich. Ich schreibe mir die mal eben ab. 0451. So, schwierig mit der linken Hand festzuhalten und dann mit der rechten hier. Ey, wenn das jetzt... Da kriege ich die Krise. Ehrlich, dann kriege ich die Krise. Aber es steht so offensichtlich drauf. Ich befürchte, dass das tatsächlich... Ich will mich aber nicht zu früh freuen. 0451. Fickt euch. Ehrlich. Ganz ehrlich. Oh. Gott sei Dank. Etwas aus diesem Jahrhundert. Oh, nicht den Scheiß wieder. Drücke links zum Ausrüsten. Ja, das hatten wir ja schon mal. Und ich verstehe überhaupt nichts. Müssen wir jetzt unten anfangen? Ich glaube, wir müssen unten anfangen, oder? Dann nach links rüber. Der geht dann nach oben. Dann, na komm schon, nach rechts rüber. Der schaltet oben und links gleichzeitig an. Kann das sein? Das ist jetzt garantiert falsch. Es ist falsch. Es ist falsch. Es ist falsch. Oder? Ich habe keine Ahnung, was ich gerade gemacht habe, ehrlich gesagt. Ich wollte nur noch drücken, damit ich hier wieder rauskomme. Kann ich mich hier drin eventuell noch drehen? Okay, perfekt. Oh, jetzt weiß ich gar nicht. Ich bin jetzt so oft hier rumgelaufen, ich weiß den Weg schon gar nicht mehr zurück jetzt. Boah. Verändern sich die Räume hier jetzt auch wieder? Moment, hier ist eine Doppeltür. Die ist abge... Moment, hier ist eine Doppeltür, die abgeschlossen ist? Was ist das denn jetzt schon wieder? Macht mich jetzt hier nicht bekloppt, bitte. Achtung, Achtung.
Aber das geht immer noch nicht, oder? Schwere Sturmwarnung. Was ist denn hier angegangen? Radio oder was? Ich habe irgendwie so die Befürchtung, dass ich das nicht machen sollte. Aber ich bin ja eine Frau, ne? Ich muss ja überall draufdrücken. Was zur... Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Aber ich habe einen Bonusinhalt freigeschaltet. Ach, jetzt kann ich was sehen. Moment, da blinkt was. Wenn ich das jetzt nehme, bin ich dann gierig und sterbe dann? Oder wie stelle ich mir das vor? Kriege ich von dem jetzt eine gewischt? Wahrscheinlich. Kann doch nichts machen. Okay. Ja, da unten liegt auch noch was. Oh, eine Münze. Nein, eine Kassette. Ja, die nehmen wir mal mit. Ja, komm, pack sie ein. Verdammt! Ich sagte, pack die ein, nicht verpasst mir einen Herzinfarkt. Jetzt wollte ich gerade mal einen Schluck Kaffee trinken. Jetzt muss ich auch noch drücken. Um meine eigene kleine Burg zu bauen. Genauso wie Holmes. Die meisten wie ich machen ihre Geschäfte dort, wo ihr Ziel lebt. Die wollen wohl gefasst werden. Holmes' Idee war genial. Man muss mit Honig eine Falle gehen. Haben Sie was zum Rauchen mitgebracht? Haben Sie? Lucky Reds? Ja! Und die sind wie Gold hier drin. Scheiße, ist das Gold. Also ja, ein Honigtopf. Holmes hat ein Hotel gebaut. In der Nähe der Weltausstellung. Und nannte es das World's Fair Hotel. Und hat in Zeitungen neben Werbungen für die Ausstellung annonciert. Natürlich nahmen dann alle an, es wäre das offizielle Hotel. Ma und ein paar Kettle kommen mit dem Zug aus Nebraska. Sie reisten 3 Tage, sie sind müde und wollen sich ausruhen, begeben sich auf ihr Zimmer und hoppla, wer hätte das gedacht? Holmes hatte eine Gasleitung. Sie ist unterm Bett, vergiftet sie. Oder er öffnet eine Falltür. Vielleicht trennt er sie und eine Person muss durch ein Fenster zusehen, während er den Hals der anderen aufschlitzt. Das ist der Vorteil eines Honigtopfs. Es gibt immer genug Ziele. Darum sind es all die Häuser nördlich des Flughafens geworden. Die ganze Nachbarschaft sollte abgerissen werden. Und doch, all die Damen in den Maklerbüros haben das wohl nicht mitgekriegt. Ich rufe Sie an als Bauherr. Sage, ich sei stinkwütend. Sie müssen sich dort mit mir treffen. Und sieh mal an, außer uns meilenweit keine Menschenseele. Anfangs habe ich noch gewartet, bis ein Flugzeug drüber flog, um die Schreie zu übertönen. Aber nach einer Weile fiel mir auf, Sie konnten so laut schreien, wie Sie wollten. Niemand würde Sie hören. Schöne Erinnerung. Diese Schreie. Versuchen Sie ruhig zu verstehen, warum ich so bin. Setzen Sie ruhig Ihre forensische Wissenschaft ein. Aber Sie werden es nie wissen. Sie werden es nie wissen, Monday. Sie werden nie wissen, wie sich das anfühlt. Zuzusehen, wie in jemandem das Licht erlischt. Was stand da jetzt am Ende? Watch the fire burn? Irgendwas mit... Passt vor dem Feuer auf jeden Fall.
Okay, ich gehe jetzt noch mal ganz schnell zurück. Wie sieht's aus, Jamie? Ein paar Elektrikprobleme, aber kann gleich losgehen. Sieht gut aus. Genau wie Gaslicht. Mit einer Halterung und Folie könnte ich einen Flackereffekt hinkriegen. Das reicht schon so. Bisschen was ist noch zu tun, wenn Kate da ist. Dauert aber nur ein paar Minuten. Hey, danke für dein Loblied beim Essen. War nett, das zu hören. Wir sitzen alle im selben Boot. Manchmal vergessen wir das. Was zur Hölle? Hey, 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 Hilfe! Ich brauche Hilfe, ich kann nicht sehen! Ich... Leute? Leute, bitte! Aaron? Ich krieg die Tür nicht auf! Holt mich hier raus! Alles okay, wir sind da. Ganz ruhig, Aaron, alles wird gut. Aaron? Alles okay. Wir sind da. Bist du verletzt? Ich brauche meinen Inhalator. Scheiße. Sie hat einen Asthmaanfall. Wie ist deine Zimmernummer? Ich! Schnell! Charlie, wo ist Ihr Zimmer? Nebenan, den langen Flur darunter. Aaron, ich hol ihn. Versuch ganz langsam zu atmen. Wir sind hier, Aaron. Bleib ganz ruhig, okay? Zähl die Atemzüge. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, aus. Wir müssen diese Tür aufbrechen. Leute, ich krieg... Such etwas, um die Tür aufzubrechen. Mark und ich versuchen es weiter. Wer ist da? Na ja, klar. Bleiben Sie weg von mir! Ehrlich gesagt nicht sicher. Wahrscheinlich sterbe ich dadurch. Ich hätte den Inhalator nehmen sollen, oder? Oh, da ist eine Spitze dran. Okay. Ich hätte den Inhalator nehmen sollen. Ich weiß es. Ich hätte den Inhalator nehmen sollen. Scheiße. Hier. Offensichtlich. Hier ist niemand. Wo ist sie? Weiß nicht. Aaron? Aaron! Sie hat einen Ausgang gefunden. Eine zweite Tür, eine Luke oder sowas. Ausgang? Das ist eine Abstellkammer. Fuck. Ich ärgere mich jetzt. Aber wahrscheinlich hätte Inhalator mich auch getötet. Ich weiß es nicht. Da sind sie ja.
wie Jamie wohl darauf reagieren wird. Sie schienen doch gerade zu begreifen, was sie füreinander fühlten. Na, wo ist jetzt unser Gastgeber, Mr. Dumet? Offenbar hat er die Insel verlassen. Noch vor dem Abendessen. Wie unhöflich. Charlie hat es geschafft, die Moral der Truppe zu heben. Gut so. Denn es warten noch viele Herausforderungen. Ich beobachte nur. Und das kann sehr frustrierend sein. Manchmal beneide ich sie. Ich protokolliere nur. Sie aber greifen ein. Eilen Sie lieber zurück, bevor einer unserer Freunde eine schlechte Entscheidung trifft.